Hallihallo, liebe Leiter, liebe Leiter, liebe Leiter, liebe Leiter. Grüß Gott und buenos dias, Messias, zusammen. Herz allerliebstes und hochgeschätztes Publikum. So hochgeschätzt, dass ich euch erstmal jetzt hier damit nerven muss, dass ich erstmal das Inventar entrümpele. Da muss einiges passieren. Sieht gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Warum habe ich denn diesen Bow? Aha, den habe ich ja hier rausgenommen. Stimmt ja. Stell dich nicht dümmer an, als du bist, Honk. Das ist zwar schwer, aber immerhin. Guck mal, diese dämlichen Wasserflaschen, ne, die stacken nicht mal. Ich kriege hier einen Anfall. Okay. Und Sättel natürlich auch nicht. Warte mal. Und dann haben wir hier eine Naughty Nautilus Shell. Ich weiß gar nicht, was wir alles für ein Conduit brauchen. Ich glaube, Heart of the Sea und habe schon 6 von. Freunde, mir ist auch eben gerade aufgefallen, wir haben nämlich erst 5 Folgen aufgenommen. Dann ist das jetzt hier nämlich Folge 6. Ja, kannst du glauben oder nicht, ne? Fische. Alter, diese Truhe hier wird langsam zu einem Sorgenkind. Pufferfische. So, ich habe es, glaube ich, geschafft, bis auf, okay, die Angel kriegen wir hier noch rein. Das hat ja gerade noch mal so geklappt, ne? Super. Jetzt bringen wir noch die Zauberbücher rüber ins Arkane Institut, und dann geht es zur Stephansburg, wo ich mich in den Tod stürze. Nein, wo ich eine Turmkrone baue. Hallo. Hallo, Senores Schweines. Ja, wir können heute auch wieder Schweinekühebullen jagen gehen. Ich darf auch nicht vergessen, ich habe in der Stephansburg noch Baumaterial für die Nether und so weiter. Das wird mit Sicherheit auch nochmal lustig. Ach so, das Bett habe ich hier rausgenommen aus irgendeinem Grunde. Okay, alles klar. Wow, okay. Ich brauche eine neue Grafikkarte, ich brauche einen neuen Rechner. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mal gucke. Das ist ja bei weitem nicht der größte Prozessor, der hier auf mein Mainboard passt. Und auch der Speicherausbau ist nicht 100% ausgeschöpft. Man könnte also, ach, hier ist ja auch schon wieder so eine Sünde von MCA Selector. Man könnte also im Endeffekt diesen Rechner hier nochmal eine Lebenszeitverlängerung spendieren. Also er ist ja nicht schlecht, ne? Also er macht ja seine Arbeit. Ist halt nur so, ich sehe es schon kommen, dass halt irgendwann bestimmte Dinge ganz einfach nicht mehr gehen mit dem Gerät. Ich habe übrigens was vergessen, das wollte ich noch schnell machen. Enderman, nicht. Enderman, ich habe jetzt Migräne. So, weißt du, komm mal her. Jetzt geht diese Truhe hier endlich mal in den Kuss des Ohrs. Du jetzt auch noch, Grunzi. Weißt du, für dich habe ich gerade noch auf dem Bogen genug Saft. So, ich wollte nämlich noch einmal das Volk der Kühe beglücken. Und zwar wird dies das letzte Mal sein, bevor das Volk der Kühe wieder sein Blutzoll zahlen muss. Ja. Ich finde, ich bin heute gar nicht schlecht drauf. Seht ihr das auch so? Bekommt gerade auch noch eine Idee, was ich heute machen könnte, denn es gibt da ein Ärgernis, das mich immer wieder, wenn es denn auftritt, nicht fröhlich stimmt. Ich glaube, ich brauche eine neue Essenstruhe. Hallo? Ja, die Sitzposition ist heute anders, weil hier halt umgebaut wird. Und wie gesagt, wenn ihr da im Hintergrund irgendwo unglaubliches Chaos sieht, seht die ganzen alten Pornohefte und so weiter.
dann wundert euch nicht. Hier wird umgeräumt. Und dabei steht jetzt einiges nicht an dem Platz, wo es sonst normalerweise stehen soll. Ich mach mal dieses Bohnenmehl hier, haue ich hier irgendwo auf den Boden. Ja, ich habe hier ja großflächig die Blumen abgeerntet und das tut mir irgendwie so ein ganz klein wenig leid, weil das war ja hier mal ein wunderbar blühendes Areal, bis ich daher gekommen bin. Da fällt mir gerade ein blühendes Areal, da fällt mir... nee, das ist der Baum, der hier vorne ist. Ja, es ist irgendwie... Ja, das mit den Bäumen, das hat in meinen Privatwelten immer besser funktioniert. Scheiße. Warte. Und dann muss ich von der anderen Seite ran. Nicht. Kühe. Wenn irgendjemand von euch die Fliege machen will, du bist jetzt schon tot. Warte mal. Ja, guckst, ne? Guckste. So, liest du. Hast du nur davon. Digga, geht mal gar nicht. Volk der Kühe, noch ein letztes Mal will der Herr der Honk euch verschonen. Merkt es euch nicht, denn ihr wisst nicht die Stunde, ihr wisst nicht die Minute, da das Schwert über euch kommen wird, wie ein flammendes Inferno, das eure Leiber zerschneiden wird. Doch ihr sehet, ihr seid zu viele. Denn der Honk hat nur einen 64er Stapel, einen 64er Stack, wie es heißt, Getreide mitgenommen. Und dieser ist nun aufgebraucht und er hat 25 Erfahrungslevel. Das ist gut. Das freut den Honk ja sehr. Ich dachte, ich könnte es vermeiden. Denn Volk der Kühe, kommet her und nehmet euer letztes Mal ein. Zum letzten Mal, das letzte Mal. Lasset Herzen aufsteigen für den Honk, denn er ist gut. Er isst gut und er trinkt gut. Und er vögelt gut. Entschuldigung, das hat er jetzt nicht gesagt. Ah. Ich stinke nach Laktose, nicht aus meiner Hose. Ich bin ein Matrose in einer sexy Pose. Alter, mir wird schwindelig. Was ist hier los? So. Das war's. Und jetzt verpisst euch. Tür zu. Digga. Geht mal gar nicht. So. Möglichst das Futter wieder. Ja, das erinnert mich irgendwie an das letzte Mal im Nether, weißt du, wo ich da die ganzen Dinge gesetzt habe. Es sieht eigentlich noch ziemlich licht aus. Man könnte noch im Endeffekt den Kühen noch eine... Dann wird es aber wirklich eng hier. So, und ich bringe jetzt keinen sexualisierten Spruch, weil 666 the number of the beast. So, jetzt ist die Frage... Ich glaube, da ist ein Baum gewachsen, wenn ich das richtig sehe. Ist da ein Baum gewachsen? Ich glaube, ja. Ich will hier nicht mehr sein. Story of my life. Ich will hier nicht mehr sein. Das sieht schön aus, der Baum. Dann lasse ich den erstmal eine Runde wachsen, wo wieder ist. Ich bringe mal ein paar Dinge wieder zurück. Dann gehen wir... Ich will eigentlich schon die ganze Zeit einen Sturm bei der Stephansburg bauen. Alter, so viel Kuhhaut hier. Da kriegt ja auch keine Kuhhaut. Jo, das kann da mal rein. Ja, hier haben wir noch Stein. Das kann nicht sein. Doch, kann es durchaus, du alte Maus. Gut, ich hoffe mal... Oh, ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil ich habe das Mikrofon so ganz komisch hier. Ja. Problem ist, nämlich, das habe ich auch noch nicht erzählt, ich habe meinen dritten Bildschirm da.
Also musste ich den zweiten nach da verschieben und den mittleren noch ein bisschen nach da. Es müsste eigentlich noch ein bisschen nach da. Ich muss also diesen Bildschirm noch drehen, damit ich den noch ein bisschen näher ranziehen kann. Wozu braucht er drei Bildschirme? Oh, Kollege, du hast noch nie richtige Arbeit erledigt. Also es geht hier nicht nur ums Gaming, es geht hier am wenigsten ums Gaming. Es geht zum Beispiel um Arbeiten mit FL Studio. Da habe ich dann den jeweiligen Synthesizer-Generator auf dem Bildschirm da drüben, den Mixer und so weiter, alles was mit Mixing zu tun hat auf dem und die Hauptanwendung, zum Beispiel halt Piano Roll und Playlist auf der Mitte. Ja, das ist wunderbar. Da musst du dann nicht ständig zwischen den Fenstern hin und her schalten und Fenster schließen und Fenster öffnen. Also am liebsten hätte ich wirklich das ist kein Scherz. 6 Monitore wären eigentlich das Optimum. Ich hätte gerne noch 3, die da oben so halb schräg wären. Das wäre absolut perfekt. Allerdings bräuchte ich dafür eine zweite Grafikkarte, weil an diese hier passen noch 2. So, was habe ich jetzt eigentlich vor? Ich rede hier und rede hier und rede hier und tue meine Arbeit nicht. Müsste auch irgendwann mal diese Ranken hier Bohnen mehlen, wenn die denn im Endeffekt bleiben sollen. So, ich begehe jetzt die schlimmste Sünde überhaupt und baue an der Stephansburg die Turmspitze, was wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass ich das virtuelle Leben aushauche. Hauch. Ich bin hier ja lange nicht mehr geflogen. Alter, der alte Hong und das Rülps am Start. Ja, ich habe jetzt nur noch einen Kaffee. Tee ist fast alle. Die Frage ist jetzt, wie weit sind wir eigentlich hier oben? Und ich muss hier was abreißen. Ja, ich muss was abreißen, was ich letztes Mal gebaut habe. Nämlich, warum will ich hier einen geschlossenen Raum? Das, wofür ich den Turm und so weiter gebaut habe, ist ja die Aussicht. Ja, also es wird jetzt schrecklich klirr machen gleich. Ich baue nämlich das hier raus. Der kann ruhig bleiben. Die bleiben. Ja. Ich muss mal gucken. Ich habe da nämlich eine Skizze gemacht. Ich hatte die Skizze für diese Turmspitze. Das passt gut. Ich hatte die Skizze für diese Turmspitze nämlich schon vor Ewigkeiten. Aber sie war weitaus pornöser geplant, diese Pornosität war komplett übertrieben und deswegen, mache ich das jetzt anders hier. So, okay, also, hier muss eine ganze Menge raus. Und ich hoffe, ich kann vom Baustoff, ohne mich zu töten, möglichst viel retten. Ja, das wäre nett. Danke. Ach, dieses Kribbeln im Bauch. Ne? Ist immer so. Das kann raus. Was tut er bloß? Was für ein Graus? Das kann raus? Natürlich. Oh, kleine Maus. Hat er mich gerade kleine Maus genannt? Ja, hat er irgendwie. Und tut ihm auch gar nicht leid. So, Alter, was ist das für ein Pilzzeug da, ne? So, ja, Pilzzeug hatte ich heute auch schon. Schmack. Unwahrscheinlich erscheinen, aber mir ist heute einer meiner russischen Kollegen begegnet und hat mich nicht zum Wodka eingeladen, sondern zu einem Bier. Das Problem damit ist, er hat einen sehr schlechten Geschmack in Bezug auf Bier und das war so ein billiges Plörrezeug. Aber ausgerechnet ihm sozusagen das abzustreiten und zu sagen, nein, trinke ich nicht, könnte einigermaßen ungesund sein, vor allen Dingen, wenn er so betrunken ist, wie er heute war. Ja. Er hat ein kleines Aggressionsproblem. Nö, ist nicht sehr wahrscheinlich, dass mir was passiert wäre, aber man will ja nicht unbedingt Dinge provozieren, die man nicht unbedingt provozieren muss, ne?
weißt Bescheid. So. Also und so habe ich heute schon ein sehr ungut schmeckendes Bier getrunken. Ob man das überhaupt Bier nennen soll, ich weiß es nicht. Es ist wohl gebraut auf Bierart. Ist die Hausmarke von Penny. Jetzt weiß Bescheid, ne? Ja. Ja, aber solange man nicht mehr als eine Flasche davon trinkt, macht das auch nicht weiter Aua. Ansonsten Kopfweh, glaube ich. Ich habe das ja noch nie in Mengen getrunken. Würde mir auch nicht behagen. Würde ich auch nicht machen. So. Ah, super. Es wird langsam. Ja, nee, ich habe mir überlegt, nämlich, ich habe ja diesen Turm hier auch gebaut wegen der schönen Aussicht. Und diese schöne Aussicht ist natürlich weg, wenn ich hier zubaue. Also hier drüber kommt nichts mehr. Hier drüber kommt nur noch so eine Turmkrone, so eine gewöhnungsbedürftige. Ich glaube, sie ist recht gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, wie sie euch gefällt. Ich finde sie recht geckig. Jedes Mal, wenn ich diese komische, unnatürliche Insel da drüben sehe, wo das Portal ist, dann möchte ich eine Runde TNT dorthin bringen. Was allerdings eher die Probleme vergrößern dürfte, anstatt sie zu verkleinern. Ja, Gewalt ist nicht immer die Lösung. Nicht die beste. So, dann wollen wir mal. Ich baue das jetzt hier ab und dann bauen wir oben die Krone drauf und spätestens da ist dann nur wirklich gute Chance, dass ich mir hier die virtuellen Knochen breche. Ja, da freue ich mich doch schon richtig drauf. Jetzt kommt noch eine Sache, damit bestimmte Sachen nicht passieren. Naja, ich darf das aber nicht komplett zubauen. Muss mal schauen, ob ich hier Eisengitter habe irgendwo. Ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich übersehen werde. Aber bin ich mir einigermaßen sicher. Ich traue mir das ohne weiteres zu. Das kann ich. Sowas kann ich. So. Ja, aber ich habe auch genügend Eisen hier. Insofern, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich brauche. Ich mache mal 32. Wird auf jeden Fall reichen. Es gibt ja das alte Minecraft-Gesetz von X ist nie genug da und X kann alles sein und meistens das Unerwartetste. So, und dann jetzt hier. Ich muss nur eine Seite offen lassen, wo ich gleich noch meinen virtuellen Suizidversuch begehe. Möglichst nicht hier vorne an dieser Ecke, weil hier hat es schon öfter, weißt du, das ist ein böses Omen, hier irgendwas zu tun an dieser Seite, aus Gründen, ich sag nur Vögelchen, du kannst immer noch nicht fliegen. Also würde ich sagen, wir nehmen mal die Seite, die habe ich jetzt ausgerechnet schon zugebaut. Wie sieht es denn hier aus? Ich meine, wo eigentlich ist keine Seite besonders lustig, wenn man es gut mit mir meint. Die Seite bleibt offen. Wie viel? Ich habe noch einen vollen Stack Dirt da. Es dürfte reichen, um diesen Wahnsinn zu begehen, obwohl wenn ich es richtig mache, und das sollte ich vor allem, indem ich erstmal Baumaterial hole. Und ich glaube sogar, ich muss noch mal durch die Welt reisen. Denn ich brauche insgesamt 5 Seelenfeuer. Ja, andere tun es nicht. Also, habe ich dann hier noch Soul Sand? Ne, ich habe Soul Soil. Da habe ich Soul Soil, Soul Soil. Kann man mit Soul Soil? Da ist ja auch Soul Soil. Jede Menge Soul Soil. Wo kommt die her? Warte mal. Ich hole die mal raus und dann gucke ich mal. Soulfire! Soul Campfire.
Ja, kann ich machen. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Ist geil. So, dann ist sehr geil. Sehr geil, Mann. Das ist das Gegenteil von sehr gay. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Oh, wieso? Ich habe nichts Böses gesagt. So, dann wollen wir mal. Irgendwo hatte ich hier das Material reingetan. Ja. Brauche ich auch noch Funkklötze? Nein, ich brauche nur Treppen. Was? Er braucht nur Treppen? Ja. Es wird gruselig werden. Weißt du was? Ich gehe mal lieber schlafen. Denn wenn ich da oben jetzt, wenn ich das mache, was ich jetzt vorhabe, dann möchte ich besser keine Phantome haben. Ich glaube, einen Vollklotz, aber ich habe welche. Ja, okay, alles klar, alles klar. Heute ist ein hysterisch-historischer Moment, denn heute wird zum ersten Mal diese Sache hier abgeschlossen. Yes, zum ersten Mal und zum letzten Mal. Hoffe ich doch mal. Müssen wir wohl... Ach, das wird eigentlich... Ja, ich will nichts voraussagen. Ich wollte sagen, das wird ein Spaziergang.